Hallo zusammen. Dies ist ein weiteres Video zur gegenseitigen Lage von einer Gerade und einer Ebene. Die Gerade soll diesmal in Parameterform und die Ebene ebenfalls in Parameterform angegeben sein. In einem anderen Video hatten wir ja schon dieses Problem besprochen, wobei die Gerade dort in Parameterform und die Ebene in Koordinatenform vorlag. Den Link zu diesem Video habe ich jetzt eingeblendet. Wiederholen wir ganz kurz. Es gibt drei Möglichkeiten der gegenseitigen Lage einer Gerade und einer Ebene. Die erste Möglichkeit ist, dass die Gerade parallel zur Ebene verläuft, das heißt, es gibt keinen Schnittpunkt. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Gerade selbst innerhalb der Ebene verläuft, das bedeutet, jeder Geradenpunkt ist auch gleichzeitig ein Punkt der Ebene. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Gerade schief zur Ebene steht und dann gibt es einen Schnittpunkt S und diesen Schnittpunkt kann man auch bestimmen. Im Folgenden werde ich jetzt genau vormachen, wie man die gegenseitige Lage untersucht, wenn eben halt die Gerade in Parameterform und die Ebene auch in Parameterform vorgemacht ist. Dann werde ich zwei weitere Beispiele zeigen, sodass dann alle drei Möglichkeiten abgedeckt sind, aber die letzten Beispiele werde ich dann eben halt relativ schnell vormachen. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Wir haben hier die Gerade in Parameterform gegeben und hier haben wir die Ebene in Parameterform gegeben. Worauf wir achten müssen, bevor wir fortfahren, ist, dass alle Parameter, die hier in der Geraden und in der Ebene vorkommen, unterschiedlich benannt sind. Hier zum Beispiel in der Geradengleichung gibt es den Parameter R und in der Ebenengleichung gibt es den Parameter R und S. Also wir dürfen nicht zweimal den gleichen Parameter verwenden, deswegen müssen wir hier einen so umbenennen, dass man drei verschiedene Parameternamen bekommt und ich nenne diesen hier jetzt T. Ich habe das jetzt hier nochmal extra hingeschrieben, weil das gleich wichtig ist. Okay, schauen wir uns jetzt an, was wir machen müssen. Wir fragen uns, welche gegenseitige Lage die Gerade und die Ebene hat. Und die Möglichkeiten, die es da gibt, die drei, die unterscheiden sich in der Anzahl der gemeinsamen Punkte, die zwischen der Geraden und der Ebene existieren. Wenn es eben halt keine gemeinsamen Punkte gibt, dann ist die Gerade parallel. Gibt es unendlich viele, dann verläuft G in der Ebene und gibt es nur einen Punkt, dann gibt es nur einen Schnittpunkt und die Gerade steht schräg zur Ebene. Und immer wenn wir nach Schnittpunkten suchen oder möchten wir die Anzahl der Schnittpunkte feststellen, dann müssen wir die beiden Gleichungen gleichsetzen. Das bedeutet, wir kopieren uns einfach die Gleichungen und setzen die gleich. Ich habe das jetzt hier nochmal daneben geschrieben. Im nächsten Schritt sortieren wir einfach diese Gleichung ein bisschen um und dazu bringen wir alle Vektoren, die mit Parametern kommen, auf die eine Seite des Gleichheitszeichens und alle nackte Vektoren auf die andere Seite. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel entscheiden, alle parameterbehafteten Vektoren nach links zu bringen, können wir jetzt hier diesen Vektor auf der linken Seite stehen lassen. Diese beiden Vektoren, die mit R und mit S auf der rechten Seite jetzt stehen, bringen wir mit Minus auf die andere Seite. Genauso wollen wir dann auf der rechten Seite die nackten Vektoren sammeln. Dieser Vektor steht schon auf der rechten Seite. Diesen Vektor bringen wir also nach rechts mit Minus. Im Prinzip ist, dass wir da abschreiben. Fangen wir also an. T mal dieser Vektor steht schon links. Diese beiden Vektoren bringen wir mit Minus auf die andere Seite. So, jetzt haben wir die linke Seite fertig, dann machen wir das Gleichheitszeichen. Schreiben diesen Vektor einfach auf der rechten Seite ab und bringen diesen nackten Vektor mit Minus auf die rechte Seite. So. Ich habe es nochmal hingeschrieben, Schritt 2, umsortieren, das heißt alle parameterbehafteten Vektoren auf die eine Seite und alle nackten Vektoren auf die andere Seite bringen. So, als nächstes rechnen wir hier diese beiden nackten Vektoren noch zusammen und dann schreiben wir die linke Seite einfach nochmal ab
und erhalten das. So, hier ein bisschen daneben geschrieben, nackte Vektoren zusammenrechnen. Als nächstes übersetzt man diese Vektorgleichung in ein lineares Gleichungssystem, indem man zeilenweise hier die Einträge abschreibt. Das ist jetzt hier die erste Zeile. Minus 2t minus 1r minus 1s gleich minus 9. Und genauso machen wir das dann für die beiden weiteren Zeilen. Und erhalten so dieses lineare Gleichungssystem. Dieses Gleichungssystem kann man natürlich von Hand mit dem Gauss-Verfahren lösen. Das wird in einer anderen Videoserie erklärt. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier den Taschenrechner benutzen dürfen. Und dann würden wir zum Beispiel diese Equation-Funktion benutzen für ein lineares Gleichungssystem mit drei Unbekannten und drei Zeilen und würden diese ausführliche Form in eine erweiterte Koeffizientenmatrix dann wie folgt eingeben. Und die Eingabe sieht dann im Taschenrechner ungefähr so aus. Wir haben hier die Koeffizienten von t, r und s. Das bedeutet, diese Spalte würde jetzt hier für t stehen, diese Spalte würde für r stehen und das ist s. Und das ist die rechte Seite des Gleichungssystems. Wir können uns hier so eine senkrechte Linie dazwischen denken. Also würde hier stehen minus 2t minus 1r minus s gleich minus 9, so wie das hier steht. Das würden wir in den Taschenrechner eingeben und uns die Lösung ausgeben lassen. Und wenn wir uns die Lösung ausgeben lassen, erhalten wir t gleich 3, r gleich 1 und s gleich 2. Und das bedeutet, das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung, nämlich diese Kombination von t, r und s. Und das bedeutet, die Gerade schneidet die Ebene in einem Schnittpunkt. So wie ich das hier hingeschrieben habe. Wenn es nun einen Schnittpunkt gibt, wie hier, dann möchten wir natürlich auch diesen Schnittpunkt ausrechnen. Und um diesen Schnittpunkt auszurechnen, machen wir Folgendes. Wir setzen die entsprechenden Parameter in die Gleichungen für die Ebene oder für die Gerade ein. Eigentlich würde es ausreichen, wenn wir zum Beispiel den geraden Parameter nur in die geraden Gleichung einsetzen und dann den Schnittpunkt bestimmen, weil den gleichen Schnittpunkt würden wir natürlich auch erhalten, wenn wir die beiden anderen Parameter in die Ebenengleichung einsetzen. Hier zeige ich, was da gemeint ist. In der geraden Gleichung kommt der Parameter t vor, den wir vorhin ja sogar noch umbenannt haben. Und t ist jetzt 3. Das bedeutet, wir setzen hier jetzt für t gleich 3 ein. Und dann rechnen wir den Schnittpunkt aus. Und dann erhalten wir das. Das bedeutet, der Schnittpunkt hat die Koordinaten minus 5, 6, 8. Dann mache ich hier noch das S hin, damit wir den Ortsvektor des Schnittpunktes haben. Eigentlich sind wir schon fertig, weil wir haben den Schnittpunkt schon bestimmt. Zur Kontrolle wollen wir jetzt auch noch für R gleich 1 und für S gleich 2 einsetzen. So wie ich es hier farblich markiert habe. Und anschließend rechnen wir aus, was rauskommt. Und wie zu erwarten, kriegen wir den gleichen Schnittpunkt, nämlich minus 5, 6 und 8. Schauen wir uns das nächste Beispiel im Schnellverfahren an. Wir setzen die beiden Gleichungen gleich, sortieren um, fassen die rechte Seite zusammen, schreiben das lineare Gleichungssystem auf, geben das in den Taschenrechner ein und dann sagt uns der Taschenrechner, es gibt keine Lösung. Das bedeutet, die Gerade g und die Ebene e haben keine gemeinsamen Punkte und somit verläuft die Gerade g parallel zur Ebene e. Bei unserem letzten Beispiel verfahren wir natürlich genauso. Stellen unser lineares Gleichungssystem auf. Und wenn wir das lineare Gleichungssystem
in den Taschenrechner gegeben haben, sagt uns der Taschenrechner, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Und das bedeutet natürlich, dass die Gerade G innerhalb der Ebene E verläuft, weil jeder geraden Punkt erfüllt die Ebenengleichung. So, dies waren die drei Beispiele. Rechnet sie mal in Ruhe nach, guckt euch das nochmal gut an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dann.